Hallo Leute, willkommen zu Factorio mit Space Age. Und der Ausbau der Mauern geht voran. Wir können das hier auf dieser Seite sehen. Da sind ein paar Elemente dazugekommen bis hier unten. Und ich habe auch auf dieser Seite bereits angefangen, hier zuzumauern. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die große Öffnung hier im Süden. Ich denke, da machen wir eine Verbindung zwischen diesen zwei Seen. Später können wir dann hier zumachen und dann wahrscheinlich hier und dann dieses Gebiet für uns beanspruchen. Und hier, da nutzen wir auch etwas die natürliche Landschaft. Von hier über diese Seen zu diesem See, zu diesem See, zu diesem See und dann hier hoch zu diesem und dann irgendwie entweder hier hoch und darüber oder so mit diesem See verbinden. Und dann haben wir hier unten recht viel Platz für unsere eigentliche Fabrik mit einem ordentlichen Bus und das sollte uns dann hinreichen für das, was wir hier auf Nauvis die nächsten Schritte machen müssen, um weiterzukommen. Auch unser Solar Array, das wächst. Ich glaube, da brauchen wir etwas mehr Akkumulatoren. Denn wenn wir hier mal schauen, ich bin dazu übergegangen, statt mit den Geschütztürmen, mit Lasertürmen die Nester zu attackieren. Und da hatten wir hier, da gab es zwei Angriffe und das können wir hier auch sehen, wo wir nicht genügend Stromproduktion hatten. Das heißt, hier brauchen wir etwas mehr Strom, aber vor allem auch mehr Akkuleistung, denn wenn das in der Nacht passiert, gute Nacht. Das ist das, woran ich im Hintergrund weiterarbeiten werde. Aber wenn wir uns die Forschung anschauen, da haben wir momentan Kernenergie, dann Hochleistungsrüstung, Exoskeleton. Und dann sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt, wo wir Raketensilos forschen können. Aber ich glaube, das ist... Ja, wir können forschen, aber für die Rakete, da brauchen wir einiges an blauen Mikroprozessoren und dafür ist dieser behelfsmäßige Setup etwas zu schwach. Darum denke ich, das verschieben wir zu dem Punkt, wo wir dann eine ordentliche Fabrik mit Bus und allem drum und dran haben. Letztes Mal haben wir ja auch da hinten Uranerz angezapft und das sind wir auch am Verarbeiten und wir haben inzwischen 9 vom Guten und jede Menge vom Nicht-so-Guten. Und hier oben dann auch schon mal ein Setup für die Anreicherung angedacht. Aber grundsätzlich ist es so, für einen Atomreaktor braucht es gar keine Anreicherung, denn die Spaltung allein liefert genügend vom Uran 235, dass wir damit befahren können. Möglicherweise müssen wir dann hier ein paar mehr Zentrifugen mit an den Start bringen. Aber wir werden sehen,
Ich denke, wir werden vorerst noch Solar etwas ausbauen, bevor wir dann einen Atomreaktor bauen werden. Und ja, es wird so weitergehen mit der Forschung. Hier unten, da sind wir eigentlich so weit im Klaren mit den Alien-Nestern, dass wir hier die Mauern ziehen können. Aber es ist immer ein bisschen eine Gratwanderung mit den Verbrauchselementen, denn wenn ich hier Mauern rausnehme, dann produzieren wir keine Militärforschung und wir sind da etwas im Rückstand, beziehungsweise die letzten paar Forschungen haben Militär gebraucht und wir haben nur sehr langsam produziert. Darum ging's nicht so recht vorwärts. Aber wir werden sehen. Die Mauer im Süden nimmt Formen an, auch wenn sie nur zum Teil gebaut ist. Aber das ist in der heutigen Zeit ja nichts wirklich Neues. Aber wir haben den Rest hier geplant. Und es ist gar nicht so viel Mauerteile, die wir hierfür brauchen, denn wir nutzen, wie bereits gesagt, Wasser und Klippen, um da etwas an Mauer zu sparen. Das heißt, alles, was uns jetzt planmäßig noch fehlt, ist dieses Eck hier. Und dann haben wir unsere Mauer fertig. Ich bin in der Zwischenzeit auch dabei, etwas blaue Mikroprozessoren herzustellen, so dass ich mir eine Hochleistungsrüstung bauen kann. Da dann ein paar Solarpaneele rein, ein paar Batterien und einen Roboport. Und dann sollte das Ganze bauen, zwar noch recht langsam, aber etwas komfortabler werden. Und der nächste Schritt ist dann wahrscheinlich ein paar mehr Zentrifugen, so dass wir Richtung Kernreaktor gehen können. Aber für den Kernreaktor werden wir recht viel Material brauchen, so dass es wahrscheinlich eine Weile geht, bis wir den ersten überhaupt am Laufen haben. Und ich denke, ich mache das Layout für einen Viererreaktor und werden aber wahrscheinlich vorerst erst einen an den Start bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir heute überhaupt so weit kommen werden. Zumindest das Projekt mit der Rüstung konnte ich abschließen und wir haben hier jede Menge Solarpanel und ich habe so das Gefühl, dass das Ausrüstungsgitter etwas größer ist als in der Vorversion, aber wir haben nicht allzu viel Energie hier und ich habe mal geschaut, wann bekommen wir denn den tragbaren Fusionsreaktor? Den hier. Und da sehen wir, der hat jede Menge an Wissenschaftspaketen. Auch 4 Stück, die wir noch gar nicht kennen. Aber anscheinend gibt es da ein Zwischenstück, den tragbaren Kernreaktor, den wir mit den gelben Fläschchen erforschen können und da werden wir dann wahrscheinlich auch Uranzellen dafür brauchen. Momentan sind wir aber noch hier mitten in der Forschung und wie ihr seht, brauchen hier die nächsten paar noch Militär. Drum bin ich da recht zögerlich, unsere Mauerprojekte zu erweitern, aber ich kann da ja schon mal
all die anderen Materialien neben der Mauer zusammensammeln, denn wir brauchen auch Strommassen, die wir hier oben produzieren. Wir brauchen die Lasertürme, die wir hier produzieren. Und da sehen wir, da haben wir auch schon verschiedene Qualitäten und die Qualität wirkt sich hier auf die Reichweite der Türme aus. Und dann brauchen wir auch ein paar Flammenwerfer. Die sind recht teuer in der Herstellung, Motoren und Stahl. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Und sobald wir mit der Militärforschung durch sind, kann ich dann auch schauen, dass die Mauer hier unten fertig wird. Und dann können wir die hier drüben noch machen. Und dann sind wir wirklich eingekreist. Und wir können uns überlegen, wie machen wir den nächsten Schritt, um unsere Fabrik zu expandieren, aus diesem Provisorium hier oben rauszukommen, sodass wir etwas haben, was permanenter ist. Inzwischen sind die Mauern rundherum fertig gebaut, hier im Süden und auch hier im Südwesten. So dass wir uns jetzt wirklich darauf konzentrieren können, wie gestalten wir hier unseren Innenraum. Wenn wir über die initiale Basis hinausgewachsen sind. Alles, was ich hier noch machen möchte, ist quasi eine alternative Stromversorgung für die ganze Mauer. Nicht, dass wenn wir irgendwo einen Unterbruch haben, dass dann die ganze Mauer, die ganze Verteidigung zusammenfällt. Und damit können wir uns dann überlegen, wie funktioniert unser Bus. Oh ja, was ich euch auch noch zeigen wollte. Hier unsere Stromversorgung läuft jetzt vollständig via Solarzellen und Akkumulatoren. Und wenn wir das in einer etwas längeren Periode sehen, dann haben wir hier, sobald die Sonne aufgeht, einen Peak, weil wir die Akkumulatoren laden müssen. Aber das ist wahrscheinlich nicht ganz die höchste Leistung, die wir von den Solarzellen bekommen können. Das sind 86 Megawatt. Und hier sind wir bei 82 Megawatt. Also das heißt, wir haben eine ziemlich gute Aufteilung Akkumulatoren zu Solarzellen. Und da oben habe ich ein neues Feld angefangen. Wie ihr sehen könnt, fehlt da noch einiges, aber derzeit sind wir nicht auf die Energie angewiesen. Wir sind mit der Forschung, ja, haben dieses Ziel erreicht. Mit der Forschung sind wir nun eigentlich auch fast an dem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr viel machen können mit den Forschungsflächen, die wir hier so haben. Denn abgesehen von den zwei weiteren Forschungspaketen und dem Raketensilo, braucht dann alles weitere mehr
die neuen Forschungspakete. Also ich denke, wir bringen das hier aus dem Weg, dann haben wir es geschafft. Und dann müssen wir schauen, wie gehen wir weiter. Denn ich denke, bevor wir da wirklich die anderen Wissenschaftspakete mit an den Start bringen, brauchen wir ein anderes Setup. Denn hier geht uns langsam Kupfer auf, auch Kohle ist nicht mehr allzu viel drin. Darum habe ich die Kohleverbrennung abgehängt. Und hier drüben haben wir ein kleines Kupferfeld, das ich angeschlossen habe. Das sollte uns zumindest über die nächste Zeit über die Runden helfen. Aber nun denke ich, ist es an der Zeit, hier etwas über unseren Hauptbus nachzudenken. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich, wird der Bus von Norden nach Süden verlaufen, wahrscheinlich hier in etwa auf dieser Höhe. Und wir werden auf dieser Seite werden wir Bahnhöfe haben für die Anlieferung. Das heißt, zwischen dem Bus und den Bahnhöfen werden wir die Schmelzen platzieren. Und da denke ich, gehen wir mal Richtung Zukunft und bauen uns eine Schmelze mit elektrischen Öfen. Habe ich hier irgendwo eine Blaupause dafür? Das sind die normalen. Genau, das ist im Wesentlichen das Prinzip, denn damit können wir dann auch links und rechts Beacon platzieren. Und das Ziel ist, dass wir letztendlich mit Beacons und Modulen mit einem roten Band an Erzen reingehen und dann vielleicht nicht ganz ein blaues Band rausbekommen. Ich denke, das ist so in etwa das Maximum, was wir von so einer Schmelze erwarten können. Und wir werden dann, bin ich hier in etwa richtig? Ja. Wir werden 4 Reihen für Eisen haben, 4 für Kupfer. Dann machen wir 2 für Eisen, einmal Stein, einmal Ziegelstein. Das ist das, was entweder von der Anlieferung kommt oder aus den Schmelzen raus. Und dann expandieren wir den Bus hier links und rechts mit den zusätzlichen Dingen, die wir auch noch benötigen. Ich denke, ich plane da mal etwas weiter, sodass wir auch die Öfen haben, wahrscheinlich noch nicht die Bahnhöfe, denn ich denke, vorerst sind die Ressourcen noch immer recht greifbar nahe, sodass wir das Ganze mit Förderbändern in die Schmelzen rein buxieren können, ohne dass wir uns da die Mühe mit Schienen legen und Zügen machen müssen. Wir haben das Setup für die Stahlproduktion vollständig. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir zwischen den zwei Reihen etwas Platz für die Beacons und das zieht sich hier nach unten fort. Für Eisen haben wir erst eine Reihe, denn die Schmelzöfen sind recht teuer.
Das wird noch eine Weile dauern. Aber insgesamt haben wir dann hier 4 für Eisen, 4 für Kupfer. Kupfer haben wir auch eine Reihe komplett. Und dasselbe für die Ziegelsteine, welche wir aus Stein produzieren. Und wahrscheinlich gleich mal hier dieses Feld hier anzapfen, denn das Steinfeld da oben geht zur Neige, wie auch das meiste andere. Und was wir hier jetzt zumindest für den Anfang machen werden, ist, wir schließen einfach mal die Erzfelder, die wir haben, so an. Und das ist hier Eisen. Eisen haben wir hier. Das brauchen wir ja bereits für den Beton. Dann können wir das hier so rüberlegen. Und Kupfer haben wir hier. Und da sagen wir bevorzugter Ausgang vorerst mal in das bestehende Setup, denn solange wir hier nicht wirklich Material verbrauchen, werden wir hier nicht wirklich viel Erze benötigen. Aber es ist immer schön, wenn wir einfach mal sicherstellen können, dass die Bänder auf dem Bus dann auch voll sind. Und hier gehen wir einfach mal direkt so ran. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch das zweite Band Eisen. Hier für Eisenerz. Und damit sollten wir dann irgendwann mal die Materialien rausbekommen. Und hier unten kann ich dieses Feld mit Förderern bestücken und das auf dieses Band und dieses Band geben. Denn das zweite Band, das ist das Band für den losen Stein. Denn den werden wir brauchen, wenn wir die violette Forschung mit an den Start bringen wollen. Denn dafür brauchen wir Gleise. Gut, das ist es auch schon fast. Voilà. Dann brauchen wir. Wir machen das in diese Richtung. Und dann hier rasch einen Balancer 3 auf 2. Und dann brauchen wir hier etwas Strom. Da überall dazwischen. Und dann. Hier, das schließen wir so an. Und das zweite Band kommt dann hier an. Aber wie ihr seht, sind mir die Förderbänder ausgegangen und auch
Die bestehenden Öfen, die sind noch nicht alle dran. Aber da können wir sehen, wir haben bereits Stahl und Eisen am Start und Kupfer auch kommt auch gleich. Nun, das war's für heute. Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich sehen, wie wir hier mit unserem Bus dann umgehen, um da unser Provisorium mit etwas Permanenterem ablösen zu können. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!